Orchideen, sie sind wunderschön, sehen immer wieder anders aus und sie sind ja eigentlich auch ziemlich pflegeleicht. Kein Wunder also, dass es so viele Fans gibt. Aber muss man Orchideen klauen? Ganz ehrlich, im Supermarkt, im Baumarkt, die kosten ja nicht viel. Und genau das ist trotzdem im großen Stil passiert. Tausende streng geschützte Wildorchideen wurden im Naturschutzgebiet Taubergießen, das ist in der Rheinebene hier so zwischen Offenburg und Freiburg, ausgegraben und jetzt sind sie weg. Aber wer macht sowas? Darüber gibt's und bei Wildorchideen passt das ja auch irgendwie. Ganz wilde Theorien, die Jürgen Rose und Jan Ludwig zeigen. Der Verdacht liegt eigentlich nahe. Orchideenliebhaber waren die Täter. Markus Bodle widerspricht. Der Hobbygärtner und Arzt hat 1200 Pflanzen in seinem eigenen Gewächshaus. Er hat sie auf Börsen gekauft oder getauscht mit Freunden. Der große Orchideenklau von Taubergießen hat ihn erschüttert. Das macht mich wütend und sehr ärgerlich. Ich würde nie was aus der Natur ausgraben und damit die Pflanze und auch die Symbiose mit den Wirtspilzen und so stören. Wer immer hier zugeschlagen hat, im Naturschutzgebiet Taubergießen am Oberrhein, hat keine Rücksicht genommen auf das überlebenswichtige Zusammenleben mit den Bodenpilzen, ohne die keine Orchidee gedeihen kann. Die Pflanzen wurden einfach herausgerissen. Immer mit der Schaufel hinein und rausgeworfen. Ja, immer auf dieselbe Art. Die Erde ist völlig frisch, da auch. Ja. Und das geht überall weiter. Hier standen noch ein paar Spinnenorchideen, die haben sie jetzt noch mitgenommen. Tausende sind verschwunden in nur wenigen Tagen. Die Knollen, nicht die Blumen, waren für die Diebe interessant. Ich habe in der Nacht nicht schlafen können. Ich hielt es für unfassbar, dass in einer solchen Menge Profis hier diese Wiesen, die einmalig sind, in Mitteleuropa plündern können. Das ist vorher noch nie passiert, in diesem Ausmaß. Sie sind streng geschützt, aber haben bisher keine Bewacher. Wildorchideen in einmaliger Pracht. Manche sehen offensichtlich diese Schönheit nicht, nur das Geschäft. 80 bis 120 Euro pro Knolle. Und wie viel haben die hier ausgegraben? 3000. Das macht? Etwa 300.000 Euro Gewinn in einer Nacht. Der Orchideenraub von Taubergießen, ein Kriminalfall mit hohem Schaden. Die Kripo in Offenburg ermittelt in alle Richtungen auf einem Gebiet, das für viele Beamte Neuland ist. Wir werden dann auch unterstützt aus ganz Deutschland, erreichen uns Hinweise, Anrufer, Experten, die uns auch Hinweise geben und ihre Meinung kundtun von Vereinigungen, Privatpersonen, aber auch die Zusammenarbeit mit Behörden oder den Polizeidienststellen, die ähnlich gelagerte Fälle schon hatten, mit denen sind wir in ständigem Kontakt. Eine mögliche Tätergruppe, die sogenannte Potenzmittelmafia. Weil die Knollen einem Hoden ähneln, glaubten schon die alten Griechen, dass sie die Manneskraft stärken könnten. Auch Salep könnte aus den Knollen hergestellt werden. Ein Modegetränk im türkisch-arabischen Raum. Alles denkbar, sagt der Naturschützer Wolfgang Hoffmann aus Ettenheim, aber trotzdem nicht wahr. Er hat die Wiesenlöcher in Taubergießen mit Ausgrabungsspuren in Hessen verglichen, wo Wildschweine eindeutig die Täter waren, und kommt zu dem verblüffenden Ergebnis. Die Argumente, die für ein Ausgraben von Menschen sprechen, können mich eigentlich nicht überzeugen. Ich kann mich eigentlich nur auf die Seite stellen, dass es Wildschweine waren. Wenn es tierische Täter waren, dann wäre der Fall für die Kripo schnell erledigt. Aber auch diese These erntet Widerspruch. Der ehemalige Förster von Taubergießen hat in früheren Fällen auch auf die Wildsau getippt. Dann sieht das aber so aus wie hier. Da ist der Boden offen. Das sind mehrere Tiere meistens, die kommen und graben dann mit der Schnauze, mit dem Wurf den Boden um und suchen dann Engerlinge oder sowas, ne? Die Spuren sehen diesmal aber anders aus. Nur bestimmte Orchideensorten seien ganz gezielt ausgegraben und dann abgeschnitten worden. So sieht es dann aus, ne? Das ist die Orchidee ohne die Knolle unten. Und das ist irgendwie so rausgehoben oder so mit der Hacke. Und dann muss der Knolle, der da unten dran ist, der muss dann abgeschnitten worden sein mit einem Messer. Anders kann ich mir es nicht vorstellen. Wenn das Schwein mit der Schnauze da reingeht, in den Boden reingräbt und die Erde dann auswirft, das ist nicht so akkurat wie das, was man da an der meisten Stelle gesehen hat. Ranger oder Freiwillige müssten die Orchideen jetzt vor den nächtlichen Dieben schützen, sagt Ihle. Das Regierungspräsidium Freiburg sei gefordert. Da muss was laufen jetzt zukünftig. Das kann so nicht weitergehen.
Die Politik prüft jetzt mögliche Maßnahmen. Aber egal, wer hinter dem Orchideenfrevel steckt, noch mehr Nächte wie diese und es wird keine Orchideen in Tauberkirchen mehr geben.